Borstal. Die kleine Stadt in Mittelfranken liegt etwa 15 Kilometer westlich von Fürth. Bis auf eine Handvoll Feste im Jahr geht es hier eher gemächlich zu. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 6000 Menschen muss man sich darüber wohl kaum wundern. Borstal hält allerdings für jeden Musiker, der Gesang oder Instrumente aufnehmen möchte, eine Überraschung bereit. Lightnine Records ist ein kleines Musiklabel im Herzen der Stadt. Philipp Adrian, selber Musiker, hat dieses Label ins Leben gerufen und nimmt seitdem die verschiedensten Künstler auf. In diesem zu Beginn unscheinbar wirkenden Keller befindet sich in Wahrheit ein professionelles Tonstudio. Doch was treibt ihn an, hier in der Provinz der Audiotechnik zu frönen? Die Gründe, weil ich einfach Musik lieb halt. Ne? Wir sind vor 3 Jahren hier in das Haus gezogen und dann hatten wir plötzlich einen großen Keller. Und dann dachte ich mir, okay, was machen wir jetzt damit? Ne, die Leidenschaft für Musik war ja schon immer da. Dann durch die eigene Band halt, dann hat mich das ganze Aufnehmen im Studio einfach fasziniert. Und dann habe ich dann einfach beschlossen, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, die Räumlichkeiten, baue ich mir auch mal ein kleines Studio halt, ne? Und so ist das Ganze gestartet. Die Erfahrungen als Drummer bei der Alternative Rock Band Jackpack Elephants erklärt seine Affinität zur Musik. Er trat mitunter auf dem Festival Rock im Park auf und hat mit ihr schon erste Studioerfahrungen sammeln können. Der erste Künstler, der bei Lightnine Records unterschrieben hat, ist jedoch aus dem Hip-Hop-Genre. Jerry One ist ein Rap-Künstler aus Fürth. Dass er im gemütlichen Rostal und nicht in einem anderen Studio, beispielsweise in seiner Heimatstadt, aufnimmt, kommt allerdings nicht von ungefähr. Grundsätzlich einmal die Qualität. Es ist sehr gemütlich, es ist abgeschieden, man hat seine Ruhe. Es ist mehr oder weniger, kann man hier regelmäßig Bootcamps quasi schon fast voll veranstalten. Und der Hauptgrund ist tatsächlich der Philipp selber, also der das Ganze hier antreibt. Das Herz des Lightnine Records Imperiums. Neben talentierten Künstlern und der richtigen Location steht und fällt eine gute Aufnahme mit dem richtigen Equipment. Beim Audio-Recording ist daneben die passende Signalkette wichtig. Also für die Vocalaufnahme haben wir jetzt hier einen Luit LCT 49 genommen. Das geht dann von da aus direkt in den Preamp und ins Interface und von da aus dann direkt in den Laptop in die DAW rein. Das ist das direkteste Signal und für die Rap-Vocals, die wir jetzt gerade gemacht haben, das beste Signal. Den Gesang in guter Qualität festzuhalten ist die eine Sache, sie jedoch professionell nachzubearbeiten die andere. Natürlich übernimmt der Lightnine Records-Chef auch diesen Part. Die schaue ich mir jetzt erstmal genau an, editiere das ein bisschen, ne, schneide ein paar Spuren zusammen, schneide vielleicht Atemgeräusche raus, sowas und dann mal gucken, was die Stimme noch braucht. Ne. Ein bisschen Kompressor vielleicht drauf, ein bisschen EQ, ein bisschen Hall, Delay, solche Geschichten. Ne. Und dann sollte das im Endeffekt ein gutes Klangbild ergeben. EQ, Delay. Der Laie kann mit diesen Worten wahrscheinlich eher weniger anfangen. Umso besser, dass es Audioprofis wie Philipp Adrian gibt, die sich damit auskennen. Das Label ist noch sehr jung und ist immer auf der Suche nach neuen, interessanten, aufstrebenden Künstlern. Wir dürfen also gespannt sein, was Lightnine Records in der Zukunft noch für uns bereithält. Treibt mit euren Scheiß, ich geh jetzt los und hol mein Brot. Was mir zusteht, bin keiner, das ausgewohnt oft betonte. Ich bin doper als ein Dealer, gut misst wohnen mit ner Krone irgendwo oben. Doch vieles wird dir niemals nicht belohnt. Und ich bin keiner, der sich anpasst an ne widerliche Show. Falsch! Wie er sich benimmt, ist